Moin Leute! Okay Leute, ihr wisst, bei mir gibt es immer nice Videos und ich habe mich heute ein bisschen inspirieren lassen von einem YouTuber. Er heißt Miguel Pablo, vielleicht kennt ihr ihn. Und der hat letztens von seinem Videodreh erzählt, wo er 3.500 Euro verloren hat. Hier ein kurzer Ausschnitt. Also Mirko und ich haben uns fürs Musikvideo überlegt, dass wir Geldscheine brauchen. Gestern war ich nichts, heute bin ich was. Und zwar die hier. Er hat die 50er-Scheine alle abgehoben fürs Musikvideo. Also fehlen insgesamt knapp 3.500 Euro. Und das hat mich inspiriert, auch meine Geschichte zu erzählen, die hundertprozentig wahr ist. Wenn ihr mehr Real-Life-Stories mögt, ihr habt die zwar noch nicht gehört, aber wenn ihr sie mögt, gebt auf jeden Fall ein Like. Auch wenn ihr andere Sachen macht, gebt ein Like, damit dieses Video viele Likes bekommt. Und diese Geschichte hat damit zu tun, dass ich 195.000 Euro verloren habe. Leute, hier seht das, hier ist mein Geld. Ihr denkt vielleicht, das ist viel für einen YouTuber, aber das ist gar nichts. Denn das sind nur 45.000 Euro. Was mit den restlichen 195.000 passiert ist, das werde ich euch jetzt auf jeden Fall erzählen. Aber vorher könnt ihr hier nochmal mein Geld angucken. Es ist so krass, ich habe so viel Geld, ich muss unbedingt in die Kamera zeigen. Und zwar ging es dabei um den Videodreh von Hype, denn ich wollte zu einem Lied ein Musikvideo machen, ja? Ist ein bisschen ähnlich wie bei Miguel Pablo, fällt mir gerade auf. Auf jeden Fall bin ich mit dem Haider, weil wir das zusammen drehen wollten, sind wir zusammen nach Las Vegas gefahren. Weil wir unser YouTube-Money verzocken müssen. So, von Las Vegas sind wir dann nach New York geflogen und dann wollten wir da halt das Video drehen, weil die Skyline da übelst heftig ist. Hier nochmal kurz mein Geld, damit ihr seht, wie reich ich bin. Und dann hatte ich die Idee, ich stelle mich auf ein Haus und der Haider fährt mit einem Radlader vor und kippt so 500-Euro-Scheine auf mich drauf. Gut, ich habe den dann losgeschickt. Ich habe den dann losgeschickt zum Geldautomaten, der sollte dann 500-Euro-Scheine abheben. Aber das war in Amerika, Leute, es gab keine 500-Euro-Scheine. Deshalb mussten wir zur Zentralbank fahren und wir haben einfach 230.000 Euro in 500-Euro-Scheinen abgehoben. Das Problem ist, mein Limit beträgt nur 200.000 pro Tag. Deshalb mussten wir am nächsten Tag nochmal wiederkommen und haben halt einfach nochmal 200.000 abgehoben und hatten dann 400.000 Euro. Jetzt fragt ihr euch, okay, wie kannst du nur 195.000 verloren haben und hier nur 45.000 haben, wenn du 400.000 hattest? Das ist kein Problem, denn wir waren noch im Gucci und im Versace Store und haben uns dann noch krasse Sachen gekauft, auf jeden Fall. Und dann sind wir halt auf das Hochhaus gegangen und haben den Bagger auch noch gemietet. Diese Geschichte ist auf jeden Fall hundertprozentig wahr, so wie alle Real-Life-Geschichten auf YouTube. Auf jeden Fall stand ich dann da, ne, die Kamera lief und der Haider kam von hinten mit diesem Radlader und wollte ihn gerade so über mich kippen. Das Problem war, wir hatten dann noch einen Hubschrauber gemietet, an dem ich mich dann festhalten sollte. Aber weil der Hubschrauber ja Luft rumwirbelt, sind die ganzen Scheine plötzlich weggeflogen. Leute, es war so krass. Fast 200.000 Euro sind einfach rumgeflogen. Hier nochmal kurz mein Geld. Seht ihr, wie viel Geld ich habe? Und dann ist das ganze Geld plötzlich losgeflogen und über mich drüber. Und Leute, das tut mir voll leid. Aber ich dachte einfach, das wären Süßigkeiten. Ich habe die Hälfte gegessen. Ja, da waren auf jeden Fall schon mal fast 100.000 Euro weg. Und dann waren da noch so ein paar Mädchen und noch andere Leute und die waren auch alle betrunken und drauf. Und scheinbar hat die irgendwer eingesteckt, keine Ahnung, irgendeiner von meinen Freunden, ich glaube, das war der Haider. Also wenn der bald auch so viel Geld hat wie ich, dann wisst ihr, woher das hat. Weil bei mir fehlt es auf jeden Fall. Ja, dann ist noch das SWAT-Team gekommen und der Präsident der Vereinigten Staaten ist auch noch vorbeigekommen. Aber nicht wegen uns, ne? Also die sind nicht wegen uns gekommen. Denn riesen feuerspeiende Dinosaurier haben die Stadt angegriffen. Aber das Gute war, wir hatten so viel Geld immer noch, dass wir uns Maschinengewehre für unseren Hubschrauber kaufen konnten. Und diese Geschichte... Diese Geschichte ist auf jeden Fall wahr. Glaubt sie auf jeden Fall. Gebt ein Like, wenn ihr so krasse Geschichten haben wollt. Aber die Geschichte geht noch weiter. Ja, dann sind wir auf jeden Fall mit den Maschinengewehren an unserem Hubschrauber rumgeflogen und haben auf die Dinosaurier geschossen, bis wir gemerkt haben, die Dinosaurier gehören eigentlich den Aliens, die Hitler geschickt hat, um die Stadt anzugreifen. Leute, das klingt krass, Alter. Ich hatte leider keine Kamera laufen, aber da mussten wir mit bloßen Händen unser Geld zerknüllen und mit dem Geld halt gegen die Dinosaurier kämpfen. Und das ist die Geschichte, wie ich 195.000 Euro verloren habe und wie ich jetzt nur noch 45.000 Euro für diese Woche über habe und ich mir kaum noch Sachen von Gucci und Versace und Prada kaufen kann. Deshalb gebt auf jeden Fall ein Like und kauft mein Merch. Kauft auf jeden Fall mehr Sachen über meinen Reflink. Oh. Weil ihr merkt, mit YouTube kann man überhaupt kein Geld verdienen. Und ich bin überhaupt nicht eingebildet und überheblich, mit meinem ganzen Geld hier rumzuwerfen. Ach ne, das muss ja immer wieder aufräumen. Leute, denn nur coole Leute machen das, mit Geld rumzuwerfen, die gar nichts kompensieren müssen. Ich bin einfach so unnormal froh, dass YouTube gerade läuft, ne? Vielen Dank. Gebt mir auf jeden Fall mehr von eurem Geld, denn das ist eigentlich alles euer Geld. Ich gehe auf jeden Fall jetzt damit eine Zigarre rauchen. Ich drehe mir daraus so Zigarren und rauche dann pures Geld. Ah, Moment, ich muss mal wieder den Boden wischen. So, alles sauber. Boah, ist auch ganz schön kalt hier, ne? Schnell mal ein bisschen den Ofen anheizen. Was tue ich eigentlich? Boah, ich schwitze auch schon wieder so, ne? Puh. Ganz schön heiß hier. Puh. Ja, Leute, was soll ich auf jeden Fall noch sagen? Bald kommt eine neue Single raus. Ich finde, ich mache schon heftig krassen Content. Also meine Arbeit ist auf jeden Fall krasser als die von der Krankenschwester.
Schwester oder von einem Feuerwehrmann. Deshalb kriege ich auch so viel Geld immer. Leute, was soll ich sagen? Wenn ihr Kohle haben wollt, werdet YouTuber, macht irgendwas. Die Scheine kommen von selbst. Das war's mit dieser heftigen Real-Life-Story. Wenn ihr nochmal eine haben wollt, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Schreibt auf jeden Fall Themen für die nächste Real-Life-Story in die Kommentare. Das war's. Ich gehe mir jetzt, weiß ich nicht, ey, eine Gelddusche verpassen und dann Geld verbrennen und dann Geld essen. Haut da rein. Bis morgen beim neuen Video. Tschüss.